Mogherini bringt die Sabres in Führung mit einem Powerplay-Tor nach 3 Spielminuten. Erneut Powerplay für Buffalo im zweiten Drittel. Dieses Mal aber geht der Schuss nach hinten los. Joel Sakic, 22. Saisontor, bringt Quebec den Ausgleich nach 4 Minuten. 2 Minuten später dann sogar der Führungstreffer für die Nordiques. Raglan ist der Torschütze, 3:2 für Quebec, der Spielstand nach 2 Dritteln. Randy Wood im freien Fall, dann markiert den Ausgleich für Buffalo. Woods 20. Saisontor nach 1 Minute im Schlussdrittel. 5 Minuten später trifft Bill Holder erstmals in dieser Saison ins Schwarze und Buffalo führt mit 4:3. Quebec kann noch einmal ausgleichen, aber Pat LaFontaine im Powerplay erzielt den Siegtreffer für die Sabres. 3 Minuten vor der Schlusssirene entstand 6:4 für Buffalo. Und das war's für diese Woche von unserem Magazin NHL.